Jetzt am Wort ist von der SPÖ Karin Greiner. Frau Rechnungshofpräsidentin, Sie dürfen sich im Budget über 900.000 Euro mehr freuen für das kommende Jahr. Schauen wir uns vielleicht gemeinsam die aktuelle und zukünftige Personalsituation im Rechnungshof an. Sie haben seit einigen Monaten viel zu tun mit Covid-19-Prüfungen. Härtefallfonds wurde abgeschlossen, eine sehr wertvolle Prüfung. Die Impfstoffbeschaffung wird gerade überprüft. Da sind wir gespannt auf die Ergebnisse. Sie sehen, es sind aktuelle Themenbereiche, die ein umfassendes und rasches, zeitnahes Handeln erfordern, weil wir entsprechend schnell für die Bürgerinnen auch die Antworten wollen. Da geht es auch um die Überprüfung der Wirksamkeit. Wie wirken denn die Fördermaßnahmen, die vom Bund kommen? Wie kommen sie an in den Ländern? Wirken sie in den Kommunen? Einen Punkt möchte ich anschneiden im Zusammenhang mit Personal. Die Sonderprüfungen, also Prüfverlangen von Abgeordneten. Und wir haben da im Ausschuss diskutiert und Sie haben uns informiert, dass durch Sonderprüfungen 15% der Personalressourcen gebunden werden. Und wenn man das jetzt weiß, viele aktuelle Fragen im Zusammenhang mit Covid, die geprüft werden müssen, laufende Sonderprüfungen. Und angesichts möglicher weiterer Prüfkompetenzen muss man sich die Frage stellen, geht sich das mit diesem Personal und mit dieser Budgetausstattung auch in Zukunft aus? Ich spreche da von Parteien, Gesetzparteien, Finanzierungsüberprüfungen. Ich glaube, da muss man schon sehr genau hinschauen und das ist ein Appell an alle Kolleginnen und Kollegen, da wirklich Sorge zu tragen, dass man da ja zusätzliches Personal braucht. Wir wollen ja schnelle Antworten, wir wollen Qualität in den Antworten haben. Und eine Steigerung, das halten Sie auch fest, wird angesichts der aktuellen Lage schwer zu halten sein. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ein Wirkungsziel betonen, das bereits existiert, nämlich die qualitätvolle Beratung des Nationalrates, der Landtage. Das ist bereits existent und passiert dankenswerterweise. Und neu in den Wirkungszielen findet sich die schnelle und umfassende Bearbeitung von Sonderprüfungsverlangen, die von uns gestellt werden. Und dieses zeitnah betone ich nochmals, weil es wirklich wichtig ist für uns alle. Es müssen ja entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden können. Was hilft eine Antwort, die lange zurückliegt und keineswegs mehr was mit der aktuellen Situation zu tun hat? Und die mittelfristigen Prioritäten setzt der Rechnungshof, die möchte ich hervorheben, das lohnt sich wirklich, die Beurteilung der Wirksamkeit der finanziellen Fördermaßnahmen, umfassende Covid-19-Prüfungen und, das ist ganz wesentlich, wird angestrebt ein verstärkter Einsatz innovativer Datenanalysemethoden. Warum betone ich das? Weil meine Kolleginnen und Kollegen in vielen Diskussionen festgestellt haben, es ist schwierig, wirklich Maßnahmen abzuleiten, weil entsprechend wenig Datenmaterial ausgewertet werden konnte. Das heißt, ausreichend Daten, fundierte Daten und eine entsprechend moderne Datenauswertung ist für uns von allerhöchster Wichtigkeit. Und ich ersuche Sie wirklich, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen Sie Sorge dafür. Wir sind für das Budget verantwortlich, für die Ausstattung des Rechnungshofes. Und ich wünsche mir zeitweise auch mehr Daten und ein bisschen lautere Stimmen aus den Regierungsfraktionen dazu. Vielen Dank. Eine moderne Datenauswertung sei für die Berichte des Rechnungshofs essentiell, sagt Karin Greiner von der SPÖ. Im kommenden Jahr soll im Rechnungshofbudget auch mehr Geld für IT- und Digitalisierungsprojekte vorhanden sein.